Ein Fuchs im Hühnerhaus? Nie wieder. Wenn alles gut läuft, dann ist alles wie immer. Die Hühner schlafen nachts auf ihrer Stange und tagsüber stolzieren sie glücklich und gesund über die Wiese. Hühner haben aber natürliche Feinde und als Besitzer ist es dein Job, die Hühner vor diesen zu beschützen. In diesem Video geht es darum, wie du deinen Hühnerstall raubtiersicher bekommst. Hey ho! Ich plane aktuell einen neuen Hühnerstall. Bald ziehe ich um und da muss ein neuer, der perfekte Hühnerstall her. In diesem Video soll es um einen Aspekt vom Hühnerstall gehen, und zwar die Sicherheit. Da lasse ich all mein Wissen und meine bisherigen Erfahrungen mit einfließen. Los geht's! Ein Hühnerhaus sollte nicht nur zur Seite hin komplett geschlossen sein, sondern auch nach unten hin. Je nachdem, wo dein Stall steht, könntest du den Boden betonieren, pflastern. Oder wenn du nichts Festes bauen darfst, wäre etwas aus Holz oder Kunststoff gut. Hauptsache ist, dass es keine Möglichkeit für Raubtiere gibt, sich irgendwohin durchzuzwängen oder durchzugraben. Ist dein Hühnerstall komplett nach allen Seiten dicht? Dann kannst du den ersten Punkt schon mal abhaken. Und zweitens, damit die Hühner in der Nacht auch gut schlafen können, muss die Hühnerklappe nachts geschlossen sein. Und nicht nur das, sie muss auch so verschlossen sein, dass selbst ein findiger Waschbär sie nicht aufbekommt. Es klingt unglaublich, aber selbst so eine Falltortüre bekommt ein Waschbär auf, wenn er nur unten drunter greifen kann. Er schiebt die so nach oben und quetscht sich durch. Generell finde ich diese Falltortüren ganz praktisch, weil man die relativ einfach bedienen kann. Und ich habe hier mal eine Skizze gemacht, wie so eine Klappe raubtiersicher wird. An den Seiten sollten die Führungsschienen direkt an der Wand entlang gehen und das untere Ende muss noch zusätzlich verdeckt sein. Praktisch finde ich bei den Falltortüren, dass die dann automatisiert werden können. Ich habe so eine zeitgesteuerte Klappe und das hilft mir noch dazu, es mir mit den Nachbarn nicht zu verscherzen. Denn der Hahn kann so auch im Sommer erst dann komplett durch den Hof stolzieren, wenn die Türe auf ist und überall krähen. Ja, und das macht er auch. Ausgiebig und überall. Ja, und drittens, die weitere Öffnung in so einem Hühnerstall ist dann noch das Fenster. Hühner brauchen schön viel Licht und frische Luft, auch in ihrem Stall. Und gerade im Sommer ist es gut, wenn frische Luft in den Stall kommt, also müssen die Fenster je nach Witterung komplett auf oder gekippt sein. Am besten gehen die Fenster nach außen hin auf, dann kommt auch kein Huhn auf die Idee, sich zum Schlafen auf das Fenster zu setzen. Durch ein offenes Fenster können aber Raubtiere reinkommen. Und selbst durch ein geklapptes Fenster können sich Marder hindurchquetschen. Deswegen müssen die Fenster von innen mit einem Gitter gesichert sein. Ganz praktisch finde ich diese viereckigen Gitter mit einer Lochweite von 1 cm. Dann kommen da auch keine Mäuse oder Spatzen rein. Ja, das war's diese Woche von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und teile es mit Freunden, die ihren Hühnerstall noch sicherer machen könnten. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bye!